Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur 200. Folge Story of Seasons Pioneers of Olivetown. Ich bin euer Basti, schön, dass ihr da draußen immer noch dabei seid. Wow! Wow, du bist ja ein richtiger Angelprofi. Glückwunsch! Danke, meine Liebe. Hier, du hast auch dir was verdient. So, ja, die 200. Folge Story of Season, ist das nicht geil? Ich finde das richtig toll, dass das Let's Play so gut ankommt. Bin echt begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. So, und wir müssen gleich mal ein bisschen schauen. Oh, wir können viele Samen hier rausholen. Können wir auch was ernten? Nö, leider nicht. Okay, das ist aber nicht so schlimm. Tja, was machen wir heute in der 200. Folge? Das ist die Frage. Auf jeden Fall werde ich mal schauen. Wir kümmern uns erstmal um unsere Tiere. Und dann werden wir schauen, dass wir endlich vielleicht in den Raureifgarten... ja. Dass wir da vielleicht endlich mal unseren Reis fertig haben. Und dass wir da vielleicht auch noch andere Sachen anbauen können oder so. Und unsere Pilze sind fertig. Sehr gut. Pilze bringen auf jeden Fall immer relativ viel Geld. So, mal gucken, wie viel Samen kriegt man denn hier raus. Hier packe ich mal 4 rein. Hier packe ich auch 4 rein. Dann verkaufen wir den Rest gleich. So, und dann brauche ich noch 2x Samen. Was machen wir denn da noch? Hier haben wir noch einen 5er, den können wir noch. Und wir haben auch noch einen 5er. Komm, die beiden 5er Samen. Die hauen wir mal mit hier raus noch. So. Unser Honig braucht heute leider noch ein bisschen. Hier haben wir schon wieder was Neues zum Einsammeln. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal diesmal um unsere Hühnchen. Vielleicht bekommen wir ja irgendwann endlich ein Siemer-Ei. Ich glaube zwar noch nicht, weil unser Küken ist noch nicht erwachsen. Aber wir haben zumindest 2 goldene Eier. Das ist sehr gut. Die goldenen Eier hauen wir auf jeden Fall hier gleich rein. So. Die anderen hebt man, glaube ich, erstmal auf. Obwohl, wir haben 10. Oh, wir haben viele. Wir haben viele davon. Nee. Ich spare mir das und dann machen wir richtig fett Mayonnaise. Hier muss ich erstmal hingehen. Wir bekommen heute wieder einiges an Wolle und an Milch, hoffentlich. So, du mein Schäfchen, du willst nur gestriegelt werden. Das ist okay. So, sehr schön. Oh, viermal sogar die pinkfarbene Wolle. Wow. Meine Güte, wir bekommen aber heute Haufen Wolle, muss ich sagen. Und könnten wir uns nicht eine Belohnung eigentlich abholen? Ja, wir hatten doch irgendwas mit schmutzigem Wasser oder so, ne? Da war doch was. 6x, also packen wir hier 3x. Und hier auch 3x. Ja, wir können uns eine Belohnung abholen, definitiv. Ananassamen haben wir auch 12x wieder. Was machen unsere Blumen? Sind die schon fertig? Nö. Diamanten haben wir aber fertig dort oben. Okay. Büffelmilch. Büffelmilch. Einmal striegeln. Wo ist mein kleiner Büffel hin? Heu. Ach, hier dahinter. Der versteckt sich nur der Kuh. Okay, haben wir wieder einiges an Milch. Kann ich wahrscheinlich nicht komplett. Aber wir haben noch ein bisschen Platz. Okay, das heißt also das nehmen wir alles mit. Dann könnten wir hier. Sehr schön. Das kommt hier hin. Die Wolle nicht, die Milch nicht.
Okay, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Dort oben können wir schon noch was Neues reinpacken. Was machen wir denn? Ach komm, machen wir die 3 Rohrobiene, dann haben wir das alles weg. Und dann muss ich schon wieder eigentlich ein neues Zeug holen, ne? Und ins Gewächshaus möchte ich definitiv auch noch reingucken. So. 3-mal. Nee. Hier möchte ich 5-mal Milch reinpacken. Und einmal Milch habe ich noch übrig. Die schmeiße ich diesmal nicht weg. Die, hebe ich auf. So. Vielleicht ist ja. Oh ja. Bisschen was ist fertig. Das passt doch. Melonen sind fertig. Melonen und Ananas. Sehr schön. Also Ananas packen wir hier rein. Dann können wir eigentlich die 6er Ananas verkaufen. Die 6er Melonensamen, die verkaufen wir noch nicht. Dann machen wir hier gleich nochmal welche rein. Packen wir die da rein. Die sind alle weg gewesen. Sehr gut. Okay, da ist schon was fertig. Das brauchen wir aber noch nicht. Der Honig noch. Die Wolle können wir noch machen. Hier ist Ananas noch nicht fertig. Da können wir auch noch nichts reinpacken. Hier ist einmal. Komm, wir machen hier pinkfarbene Wolle. Haben wir 4 Stück. Und hier können wir gleich. Ja. Das weg. Das weg. Das weg. Das weg. Der Rest wird verkauft. Ich kann ja mal beim Frühlings. So, die kommen weg. Oh, die haben viel gebracht, die Ananas. Ich brauche gar nicht so viel Geld mehr. Wie viel haben wir denn? Wir haben 3 Millionen. Ist schon heftig. So. Raureifgarten gucken, ob da endlich irgendwas fertig ist. Nö, immer noch nicht. Das verstehe ich aber nicht so richtig. Dann gehen wir in den Blütenwindgarten. Das müsste der. Ja, vielleicht sehe ich da jetzt schon, wo Avocados wachsen. Dann kann ich die nämlich. Kann ich die nämlich wegpacken. So. Hier sind auf jeden Fall ziemlich viele Steckrüben gewachsen. Aber ich sehe immer noch nicht, wo ich die Avocados. So, Erdbeeren sind auch fertig. Sehr gut. Hier hinten ist nicht. Doch, hier ist noch eine Steckrübe. Oder Knoblauch. Könnte auch ein Knoblauch sein. Gerade mal eine Knoblauchzehe da drin. Naja, gut. Erdbeeren, das dazu. Das verkaufe ich. Das verkaufe ich. Ja. Steckrüben habe ich noch gar nicht hier drin. So, ich muss ja. Wir machen den 2-mal Kohl, 4-mal das. Der Rest Erdbeeren, oder? Würde ich sagen. 2-mal das. 4-mal das. Und dann machen wir bei dem Rest Erdbeeren. So. Sehr schön. Hier unten haben wir auch noch was. Hier hinten bin ich mir nicht so sicher. Ich streue mal. So, das braucht natürlich alles seine Zeit, ne? So, dann kommen die Erdbeeren hier zurück. Die, wie gesagt, will ich alle verkaufen. Ich glaube, im Sommergarten können wir noch nichts machen, außer vielleicht hier
Aha. Okay. Also, das weg, das weg. Dann können wir hier Mais reinpacken und Auberginen. Auberginen und Mais. Der Rest kommt hier rein. Ernten dürfte ich noch nichts können. Oh, hier brauchen. Oh, können wir eigentlich 9 rote Erdbeeren reinmachen? Oder haben wir hier irgendwie gute Früchte? Das ist Zitronen, ne? Okay, komm, wir machen. Wir machen Zitronenmarmelade. Sehr schön. Das wächst alles und gedeiht vor sich hin. Gut. Dann können wir eigentlich noch in den Buntblattgarten gehen. Dann haben wir die Gärten alle wieder mal einmal durch, komplett. So, also das, 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 das. Und die Marmelade. Oh, da können wir wieder neue reinpacken. Sehr schön. Also das kommt hier und das kommt hier. Da haben wir gar nichts. Haben wir keine Früchte. Naja gut, dann packe ich hier 9 mal Erdbeeren rein. Mit Tomaten. Ach nee, hier sind auch Weintrauben fertig. Weintrauben, was ist das andere alles? So, mal gucken hier. Nur Granatäpfel oder sowas, ne? Ach, nur Äpfel. Okay, gut. Die sind noch nicht fertig. Aber die Oliven sind fertig. Mit denen kann ich, glaube ich, irgendwas anderes machen. So, wir packen auf jeden Fall erstmal... Die Oliven nehme ich mal mit. Wir packen die und die hier rein. So, damit kann ich nämlich Marmelade machen. So. Jetzt brauche ich ein bisschen Samen. Ich habe nur Okrasamen hier. Das ist natürlich... Ne, ich habe nicht nur Okrasamen. Ich habe auch... Okay. Ich pflanze Okra. So, den Rest kann ich dann später... dann kommt der zurück. Moment, jetzt muss ich das... Das packe ich dahin. Und das packe ich auch hier hin. Muss mal sehen, was ich mit den Oliven machen kann. Ich kann da, glaube ich, Olivenöl draus machen. Wenn ich den richtigen Fertiger dafür habe. Und ich muss noch zum Museum gehen. Muss mal schauen, kann ich hier Oliven... Hier kann ich Oliven reinmachen. Jawohl, Olivenöl. Mach mal, krieg mal hin. Hier passt es nicht, aber meine Oliven sind eh alle. Okay, gut. Dann schauen wir mal. Ah, vielleicht hätte ich die Tomaten noch aufheben sollen. Dass ich da Tomatensamen draus mache. Die wachsen im Frühling, oder? Oder im Sommer? Wo wachsen Tomaten? Hoho. Hier habe ich... Nee, im Frühling sind keine Tomaten. Wachsen Tomaten im Sommer? Habe ich die jetzt im Sommer geholt, Tomaten? Ich weiß es nicht. Muss ich mal schauen, habe ich hier Tomatenfleisch drin? Ich habe ja keine Tomaten drin. Hoppa. Nee, im Sommer war es auch nicht, dann war es im Herbst. Habe ich denn die Tomaten hergeholt? Meine Güte. Hier, ne? Hier habe ich Tomaten hergeholt. Habe ich ja noch Tomaten drin? Ja. Ach, 51 Stück noch. Okay, gut. Dann kann ich sie verkaufen. Dann können sie weg.
dann können die verkauft werden. So, 135.000. Oh, da läuft Olivenöl durch. Das ist sehr gut. So, also die Steine da rein. Das hier rein, das hier rein. Boah. Einmal hier durch. Da hätte ich mir noch ein bisschen Ton holen können. Aber hier unten müsste ja auch wieder noch einiges fertig sein, ne? Nee, da habe ich keine Eier rein. Aber ich kann noch die eine Milch, die ich hier gebunkert... Oh, sind sogar zwei Milch. Da kann ich noch Käse draus machen. Sehr gut. Und hier oben... Kommt doch auf jeden Fall... Vierer... hätte eigentlich mit mehr gerechnet. Okay. Dum da dum 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 da dum dum dum. Gibt's hier irgendwas noch? Nee, hier gibt's nur ein bisschen Illusionsholz. Ah, ich könnte natürlich, ich könnte in unseren Wald gehen, da kann ich noch ein bisschen hacken. Das mache ich. Nachdem ich das verkauft habe. Blaberhöhle, Walter See, Holzfällerberg, ja. Da müsste eigentlich alles wieder voll gewachsen sein. Da müsste es auf jeden Fall, ja. Gibt's auch ein bisschen normales Holz wieder. So, guckt mal. Hier vorne, das ist alles normales Holz und hier hinten ist das gute Holz. Hinten ist das sehr gute Holz. Hier hinten ist das sehr gute Holz. Okay. Und Pilze gibt es auch hier. Sehr schön. Die nehmen wir natürlich auch mit. Da könnte man auch Samen draus machen. Das sind Steinpilze, oder? Ne, Masutake-Pilze. Okay, wir haben aber ziemlich viel Holz gesammelt. So ein bisschen... Wir könnten dann eigentlich gleich noch ins Steinbrechertal vorbeischauen und auf unseren Hügel. Aber ich glaube, da haben wir eigentlich genug. Auf jeden Fall wieder ein paar Orichalcos-Sachen gespawnt. Sehr gut. Also was die Erze angeht, da haben wir auf jeden Fall überhaupt keine Probleme mehr. So, schön weg hier. Dann machen wir hier mal frei, dass der schön wächst. So, hier oben wird es ein bisschen schwierig. Ach, das war Orichalcos, okay. Ah, Orichalcos darf ich nicht... Darf ich nicht anschlagen. Stein eigentlich auch nicht. Stein habe ich eigentlich genug. So, jetzt erstmal alles weg. Ja, dann gehen wir halt hier auch noch hin. Dann machen wir halt alles. Heute alles platt. Heute ist ja die 200. Folge, ne? Das läuft hier. Wir kriegen auf jeden Fall genug Gras. Ich glaube, ich falle... Oh. Okay. Zwei Herzen haben wir nur noch. Uiuiuiui, das läuft. Dann werden wir morgen wahrscheinlich nicht komplett geheilt sein, denke ich mal.
Hundi, lass mich in Ruhe. Ich möchte noch mein Zeug wegschaffen. Da muss ich ins Bett gehen, damit ich morgen volle Energie habe. Und wer weiß, was uns morgen dann erwartet. So, ich muss das auf jeden Fall alles noch wegschaffen. Oh, da haben wir... Boah, mehr als genug. Das könnte ich eigentlich dort oben in das Ding reinpacken, alles. So, jetzt muss ich erstmal leer werden hier. So, also das rein, das rein, das rein, das rein, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Ein paar Steine kann ich auch noch reinpacken, ne? Was habe ich denn noch? 300. So, oh, der ist schon voll da. Ha. Okay, So, dann packen wir hier mal, wo haben wir denn am meisten von dem hier? So. So. So, dann packen wir den Stoff noch weg. Was haben wir denn hier drin? Weiches Gras. Packen das mal hier als Reserve vielleicht hier runter. Flexibles Gras, haben wir hier flexibles Gras? Ja. So, festes Gras. Packen wir auch hier hin. Weiches Gras. Normales Gras haben wir hier gar nicht. Und Illusionsgras. So. Jetzt kann ich noch meine Pilze verkaufen und dann ist die Folge für heute leider schon wieder vorbei. Die 200. Folge Story of Seasons. Geil, oder? Richtig geil. Okay. Also, noch verkaufen. Mein Gras habe ich da gebunkert. Nicht haken, nicht haken. Hier ist noch was zum Verkaufen. Sehr schön. Also weg, 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 weg. 146.000 ist ganz schön viel, muss ich sagen. Wir müssen jetzt definitiv ins Bettchen gehen und hoffen, dass wir morgen voll ausgeschlafen sind. Mal sehen, ob wir alle Herzchen zurückbekommen. Schnell noch vor um 8 schlafen gehen. Da sollten wir eigentlich komplett ausgeruht sein morgen. Und dann geht es in die 201. erste Folge. Ich bin gespannt. Ananas bringt viel. 147.000 haben wir verkauft. Oh, sehr gut. Oder wir bekommen schon wieder einen neuen Auftrag. Ich weiß es nicht. Wir lassen uns überraschen. Aber ich glaube nicht. Doch. Da kommt schon wieder irgendwas. Ha! Da ist schon wieder irgendwas. Grüß dich, Silke. Weißt du noch die Sache mit der Renovierung im Museum? Das wird was. Und wir möchten mit dir darüber sprechen. Genau, es kam der Vorschlag, dass wir das Museum umgestalten, um den Schutzgeist mit einzubeziehen. Da wir das Abbild des Geistes verwenden werden, dachten wir, dass wir zuerst eine Gabe darbieten sollten. Zuerst wussten wir nicht, was das sein könnte, aber Emilio hat von unseren Misere gehört und einen großartigen Vorschlag gemacht. Was hat er denn? Mit dem Angeln hast du es doch voll drauf, oder Silke? Wenn es darum geht, seltene Fische zu erwischen, macht dir niemand was vor. Ich fand das immer total toll. Oh, jetzt muss ich angeln. Aha. Wir dachten also, du könntest uns helfen, ein paar an Land zu ziehen, wenn es dir recht ist. Ja, ein paar seltene Fische würden doch die perfekte Gabe ergeben, oder etwa nicht? Wir würden uns total freuen, wenn du ein paar für uns übrig hättest, solange das für dich okay ist, versteht sich. Jetzt kommt ein Auftrag, da brauche ich ziemlich lange dafür. Vielen lieben Dank, Silke. Wir sind dir wieder einmal etwas schuldig. Ich weiß ja, wie sehr dich die Arbeit auf Trab hält. Also spende den Fisch einfach, wenn es dir am besten passt. Wenn immer du Zeit, ein paar Fische einzufangen hast, bring sie doch einfach beim Rathaus vorbei. Wir kümmern uns dann um den Rest. Ah, der Geist wird sicher begeistert sein von dieser Gabe. Okay, wir müssen angeln. Echt? Wir müssen wirklich angeln.
Jetzt habe ich ein total großes Problem, weil ich noch nie geangelt habe und noch nie Fische behalten habe. Naja, wir gucken mal, was der so haben will. Und das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, euer Basti. Tschüssi.